Umstellen eines Bienenvolkes im Winter auf kurze Distanz. Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen, meine lieben Bienenfreunde, zu diesem neuen Praxisvideo hier auf nordbiene.de. Da ganz hinten, da steht noch ein Mini-Plus-Völkchen, das möchte ich gerne umstellen. Wir erinnern uns ja, dieses Volk, das entstammte im letzten Jahr einem kleinen Begattungsvölkchen, das ich in das Mini-Plus-Volk, in die Mini-Plus-Kiste umgehängt habe. Und das Volk, das hat sich prächtig entwickelt. Allerdings, der Standort direkt da hinten am Zaun und am dunklen Apfelbaum, der ist nicht besonders attraktiv für die Bienen, nicht besonders praktisch. Von daher möchte ich die Zeit nutzen, das Volk, wie vor einigen Jahren bereits auch schon mal gezeigt hier, das Volk jetzt umzustellen. Voraussetzung für das Umstellen von Bienenvölkern im Winter ist, dass die Völker mindestens 6, besser 8 Wochen lang nicht geflogen haben, damit die Bienen in dem Volk ihren bisherigen Standort in Anführungszeichen vergessen. Die fliegen sich dann nach dem Umstellen neu ein und das klappt im Winter ganz hervorragend. Wie sieht die Situation jetzt hier aus? Wir kommen jetzt langsam klimatisch in den Zeitraum, wo es bei euch wahrscheinlich in den nächsten Tagen deutlich wärmer wird, bei den meisten von euch. Hier in Schleswig-Holstein allerdings wird es jetzt im Gegenzug dafür kälter und kälter. Das ist hier so das Klima. Langsam baut sich über dem Baltikum ein Hochdruckgebiet auf, sodass wir hier mit fallenden Temperaturen rechnen können und wogegen es bei den meisten von euch wahrscheinlich in den nächsten Tagen deutlich milder wird. So, und diese Zeit, die möchte ich nutzen. Das Bienenvolk, das hat ein bisschen geflogen. Es zeigte eine kleine Aktivität am 21. Januar hier vor einigen Tagen. Das war aber von der Menge her nicht der Rede wert. Das waren vielleicht 20, 30 Bienen, die rausgeschaut haben. Gut, wenn die Bienen jetzt demnächst rausfliegen, dann dürften die sich an den alten Standort erinnern und dorthin zurückfliegen und verenden. Aber gut, das sind dann 20, 30 Bienen. Das ist es mir wert und von daher fangen wir einfach mal an. Ich nehme den Stockmeißel mit. Wir haben hier genau 0 Grad Stockmeißel, deshalb, weil die Beute, die kann ein bisschen am Boden festgefroren sein an der Palette hier. Und dann geht das einfach los. Dann schauen wir uns das mal an. Viel Spaß, meine Lieben, bei diesem Video. So, und dann wollen wir mal Sonnenblende weg. Da sieht man auch Kondenströpfchen am Flugloch. Ein Zeichen dafür, dass das Volk schön aktiv ist. So, möglichst wenig stören hier, ganz vorsichtig. Bloß nicht ausrutschen. So, sehr schön. Sehr schön. Okay. So, das hat ja sehr, sehr, sehr schön geklappt. Da die Bodenkonstruktion jetzt aber ebenerdig ist, müssen wir noch kurz das Mäusegitter anpassen. Es waren noch einige Bienen am Flugloch hier. So, alles gut, das sieht gut aus. Jo, sehr schön. Super. So, und ganz wichtig, auf jeden Fall eine Sonnenblende davor, damit die Bienen auch bei vollem Sonnenschein hier nicht zu Unzeiten aus der Beute gelockt werden. Sie sollen ja noch ein bisschen in der Beute verharren hier. Sehr schön.
Ja, meine lieben Bienenfreunde, die Arbeit haben wir geschafft. Das ging ja ganz schnell vonstatten hier. Es kamen einige Bienen zum Flugloch heraus und das ist ein gutes Zeichen. Das Volk war auch noch richtig schön schwer, hatte damit noch genug Futtervorräte. Tja, meine lieben Bienenfreunde, so einfach ist es im Winter ein Bienenvolk umzustellen auf kurze Distanz, wenn wir eine ausreichend lange flugfreie Zeit haben. Das war hier der Fall, wie gesagt, letzter Bienenflug, so 22. 23. Dezember. Das sind heute genau 6 Wochen. Da kommen jetzt noch mit Sicherheit 2 Wochen dazu. Da bin ich ganz sicher, vielleicht sogar noch länger. Und dann haben wir hier überhaupt kein Risiko, dass die Bienen hier, das Volk sich hier jetzt neu einfliegt und dass auch keine Biene zum alten Standort zurückfliegt. Ja, meine lieben Bienenfreunde, ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal hier auf nordbiene.de. Tschüss! Okay.